Kommt mit, wir zeigen euch die Unterwelt. Kommt mit zur bunten Kino-Wunderwelt. Dort, wo alles möglich ist, auch wenn's noch so kläglich ist. Wo man Honorare bald nur für schlechte Ware zahlt. Kommt mit, damit ihr alles seht, wie man heutzutage ohne Plage, ohne Frage fürstlich lebt. Nach D-Mark strebt und dabei die Kultur begräbt. Kommt mit, kommt alle mit, damit ein jeder von euch sehen kann, was in der Unterwelt geschieht. Wie das entstehen kann, was uns dann ungeniert in den Kinos vorgeführt. Wie das alles konstruiert, plagiiert, umkopiert, zusammengeschmiert wird. Und keiner schert sich um, das arme Publikum. Warum, es ist ja stumm, na ist das nicht zu dumm? Es ist zu dumm. Es ist zu dumm. Es ist zu dumm. Es ist zu dumm. Nun treten wir ein. Am Eingang jeder Unterwelt steht seit Dantes Jahren. Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Wir treten trotzdem ein. Erst kommt ein Autor mit viel Talent und Ambition. Der setzt sich hin, nur so kann's gehen, nimmt Pervitin und hat Ideen und sieht nachts im Traum einen wunderschönen, wirklich guten Film. Ein Film. Ein Film, wo alles logisch ist. Ein Film, der pädagogisch ist. Ein Film, wie man ihn nie gesehen, von Menschen, die im Leben stehen. Er schreibt das Buch mit viel Talent, nur fehlt ihm noch ein finanziell fundierter, aber künstlerisch verständnisvoller Produzent. Dieser Produzent ist da und er sagt begeistert ja. Zum Film, wo alles logisch ist. Nun muss man Kleinigkeiten ändern, zum da und da. Film, der pädagogisch ist. Ich bitte, kleben Sie nicht so an die Wand. Ein Film, wie man ihn nie gesehen. Solange das Publikum bezahlt, ist das egal. Menschen, die Leben stehen. Luise Ulrich wäre dafür ideal. Dann nimmt er das Buch nach Haus und alles Gute daran streicht er aus. Und dann schreibt der Produzent, weil er Geld verlieren könnt, noch ein neues Happy End. Happy. Zweite Schweinerei, ein Mann kommt an mit allerlei Geschrei. Ihr wisst, das ist ein Mist, so wird's euch nicht glücken, gebt mir schleunigst einen dicken roten Blei. Die Puscherei reiß ich in zwei, ich bin vom deutschen Filmverleih. Das Buch ist zu originell. Das ist ja beinahe kulturell. Wenn dieses Buch verfilmt wird, könnte sich vielleicht erweisen, dass die Kritiker es preisen. Und das wäre katastrophal. Und darum schreiben wir das Ganze noch einmal. Geschäftsgebarung und Erfahrung, unsere Firma fordert, dass man nehme einen Silberwald mit grüner Heide, ferner leuchtendes Alpenrot und ein Kind in dekoltiertem Kleide schwört einem Förster Liebe bis zum Tod. Wie subtil, wie fein, wie minniglich, dieser Stil so rein, so inniglich. Bedenke das Vergnügen, wenn sich die beiden am Ende auch kriegen, dann beginnen sie zu jodeln. Heimat!
Schottland, du hast mir angetan. Da fängt das Publikum zu weinen an. Ist die Idee nicht wunderschön? Das muss doch jedermann verstehen. Ich denke nur an die Kultur und unser Volk. Und das Geschäft. Wer sich beklagt und wer da sagt, dass ihm das Thema nicht behagt, der schert sich nicht um unsere Pflicht zu unserem Volk. Und uns Geschäft. Wir legen los, wir denken groß und unser Lohn ist doch bloß ein bisschen eher, was will man mehr von unser Volk? Und das Geschäft. Hört auf meinen Rat. Ja, wir hören. Schreitet auf zur Tat. Aber gern. Dieser Film wird fein. Das ist klar. Der bringt Geld herein. Das ist wahr. Sind wir dann erst reich? Machen wir gleich einen ganz neuen Film voll Kultur und Niveau. Und der Film geht dann so. In dem Silberwald mit grüner Heide leuchtet leuchtendes Alpenrot und ein Mann in Försterkleider schwört einem dekoltierten jungen Kinde seine Liebe bis zum Tod. Silberwald und Schützen Alpenrot, Kaiserball, schön, Heidegrab. Und der Film ist jetzt fertig. Und der Film läuft jetzt an. Und wir bedanken uns ergebenst bei den Herren Stappenhorst und Dischendorf, Frau Kubaschewski, Gloria, NDF und CCC. Und mindestens ein Marischka. Schönbrunn, Ernest Müller, Deutsche London, Film und Konstantin. Doch das ist noch gar nichts, denn die folgenden sind auch noch drin. Willi Birgel, Kückelmann und Fackeldei. Oskar Sima ist natürlich auch dabei. Eva Bartok, Söder, Baum und Läuverick. Dieter Borsche und der Walter Müller, Walter Giller, Nadja Tiller, Romy Schneider, Magda Schneider, leider, 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 leider. Auch Regie für dein großer Denker namens Louis Drenke. Wenn man Pech hat, kann es auch der Antl sein. Er führt stolz die ganze Schar an, gleich danach kommt Harlan. Auch der Dörfler passt hier gut herein. Dann kommt Borgioli und Stöger, Bolvari und Schiffra, Kutter, Ritter, Ostermeier, Hübler, Kahler. Es kann auch der Helmut Weiß sein, Papst kann auch noch frei sein. Und das danken wir nur dem Verleih. Stappenhorst und Tischendorf, Frau Kubaschewski, Gloria, NDF und CCC, Europa und Bavaria, Schönbrunn-Film und die Sascha-Film, NF, Zenit und Konstantin. Jeder macht unbedacht, unbewacht, über Nacht noch ein Film und noch ein Film und noch ein Film und noch ein Film und noch ein Film. Zum Beispiel mit dem Prack und der Sonja Ziemann. Manchmal mit dem Rühmann. Oder mit der Gutwell und dem Rudolf Lenz. Und hat schon die Nase voll, Mann. Dann kommt noch die Bollmann und Max Schester-Neve Konkurrenz. Man lockt niemand hinterm Ofen, vor mit einem Hofen. Auch mit Bernhard Winke ist das ausgeschlossen. Doch muss es weiter so sein, so muss das Niveau sein. Weil sonst die Verleiher ihre eigenen Filme nicht verstehen. Drum muss das in Ewigkeit so weitergehen. So wird bei uns sehr viel Geld gemacht. Nur das Geschäft wird hier bedacht. Der Chef der Unterwelt, der lacht. Der Chef der Unterwelt, der lacht. Und wünscht uns Glück.